Mein Name ist Tobias Kaufold. Meine Eltern hatten mit Kunst und Kultur zu tun. Meine Mutter war Ansagerin beim WDR in Köln. Mein Vater war Schauspieler, hat dann später noch umgesattelt, weil er in der Schauspielerei eigentlich keine Chance sah, davon gut leben zu können. Er ist dann noch Germanist geworden, Lehrer geworden. Ich selbst habe Kunstgeschichte studiert in Bochum bei Max Imdahl und Beat Wiss und habe dann über die Kunst der 60er Jahre eine Abschlussarbeit geschrieben, über Pop Art. Ich war immer gerne in Mülheim, ich war auch immer wieder mal weg in anderen Städten und ich fühle mich ganz merkwürdig verbunden hier mit der Region, mit dem Ort. Und ich habe mich immer geärgert, wenn ich irgendwo anders war, um eine Eröffnung zu machen in Freiburg oder Stuttgart. Und man ging dann mit dem Galeristen, man ging mit dem Künstler essen und die fragten dann, ja, wo kommen Sie eigentlich her? Und man sagte dann Mülheim an der Ruhr. Da haben wir gesagt, um Gottes Willen, das tut uns aber wirklich leid. Aber Sie haben doch bestimmt in München studiert. Und haben gesagt, nee, ich habe in Bochum studiert und ich bin ein großer Freund der Ruhr-Universität Bochum. Das war ein tolles Angebot. Das war ein sehr liberales Klima, was man oft bei Kunsthistorikern nicht findet. Ich konnte über einen lebendigen und einen lebenden Künstler promovieren, über den Werner Berges. Auch das wäre zum Beispiel in München nicht gestattet worden. Da muss man dann warten, bis einer 200 Jahre tot ist, bevor man über Qualität diskutiert. Dieses Nah-Dran-Sein, das hat mich schon fasziniert und das war in Bochum wirklich hervorragend. Ich habe immer guten Kontakt gehabt zur Mülheimer Kunstszene, über meine Eltern, aber auch über einen Freund, den ich so mit 14, 15 Jahren kennengelernt habe, Werner Spribille. Spribille war ein Kommilitone meiner Eltern. Meine Eltern haben auch an der Volkmannsschule in Essen studiert. Meine Mutter ist immer mit dem Spribille zusammen nach Essen gefahren, zur Volkmannsschule, lebte auch schon damals in Mülheim. Und ich habe als Kind irgendwann mal Zeichnungen gefunden. Die waren sehr schön, die stellten offensichtlich meine Mutter da als junges Mädchen. Und dann habe ich gefragt, wo kommen die denn her, wer hat die denn gemacht? Das ist ja interessant. Und gesagt, ja, es gibt in Mülheim einen Künstler, Werner Spribille, der hat uns die geschenkt, der hat damals meine Mutter gezeichnet. Und dann sah ich diesen Spribille auf irgendeiner Eröffnung mal, damals noch bei Frau Denecke, das ist ewig lange her, hier in Mülheim. Das war noch direkt an der Ruhr, Leineweberstraße 1, das Museum. Und da stand ein eigenartiger Mensch mit einem Bart, sehr introvertiert, sehr interessant. Und das war Werner Spribille. Und dann sagten meine Eltern, da drüben steht Spribille. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und irgendwann wusste ich, dass der bei Edusho steht, 17 Uhr. Das war irgendwie so wie eine Sprechstunde beim Arzt. Und dann bin ich zu Edusho gegangen, da war ich so 14, 15 Jahre, und leg dann irgendwann mal diese Zeichnung auf den Tisch, die er von meiner Mutter gemacht hat. Und dann, das war im Grunde der Anfang einer wirklich sehr intensiven Zeit. Ich habe ihn oft besucht, regelmäßig besucht. Er hat ein faszinierendes Haus in der Bahnstraße Nummer 23. Und er ist auch ein bisschen mit daran schuld, wenn ich das so sagen darf, dass ich Kunstgeschichte studiert habe, weil er sehr viel wusste. Wir haben uns lange über Kunst unterhalten. Wir haben uns eigentlich jeden Samstag gesehen. Ich habe in der Schule blau gemacht, weil ich zum sogenannten Genie treffen wollte. Das ist ein Treffen gewesen, das ging bei Edusho auf der Schlossstraße, war da jeden Samstag das Treffen und Spribille sprach immer nur vom Genietreffen. Und ich habe dann immer da blau gemacht, weil ich das noch früh genug erreichen wollte, dieses Genietreffen, und habe dann mit Spribille dann da stundenlang mit interessanten anderen Leuten dann über Kunst und Kultur gesprochen. Und dann, irgendwann war das Studium vorbei und dann ist die Frage, was macht man? Man arbeitet zunächst als Freier und dann kam irgendwann hier dieser Turm, den ich vorher schon kannte. Der war für mich dann auf einmal Lebensinhalt für kurze oder für längere Zeit sogar. Und ich hatte das Glück, in Wuppertal einen Sammler kennenzulernen, Karl-Heinz Steckelings. Und ich habe dem Steckelings gesagt, Herr Steckelings, es gibt in Mülheim an der Ruhr einen leeren Wasserturm. Das ist eine Schande, dass der leer steht. Können wir da nicht was machen? Da oben ist eine Kamera Obscura, die könnte man vielleicht reaktivieren. Und die MSD war dahinter, die Frau Kammerichs war begeistert von der Idee und dann haben wir den Steckelings besucht in Wuppertal und haben einen ungewöhnlich netten, sympathischen Herrn kennengelernt, der eine tolle Sammlung zur Vorgeschichte des Films hatte. Und wir haben ihn eingeladen nach Mülheim, sich diesen Turm mal anzugucken. Der sah ein bisschen anders aus, die Scheiben waren alle kaputt, es war voller Graffiti, es regnete hinein, es gab eigentlich kaum eine Infrastruktur, aber es gab so diese Idee, was zu machen und diese gute Idee, weil es ist kein Filmmuseum. Das Filmmuseum, das findet man in Düsseldorf. Tolles Haus, Riesenladen, super ausgestattet.
kann man jetzt hier nicht mit antreten. Ich bin kein Filmmuseum, auf keinen Fall. Aber ich mache die Vorgeschichte. Und Steckelings war begeistert von der Idee und seine Sammlung erklärt wirklich lückenlos die Entwicklung vom ersten Schattenbild hin zum sich langsam bewegenden Bild. Und dann machen wir 1895 etwa Schluss mit dem ersten Kinofilm und dann kommen die Kollegen aus Düsseldorf. Das ist schon eine prima Sache und Stecklings ist natürlich froh, dass seine Sammlung so einen schönen Ort gefunden hat. Und er ist auch ein Künstler, ein Sammler, ein Mensch, der sich von seiner Sammlung trennen konnte. Es gibt sehr viele Sammler, die eigentlich ein gespaltenes Verhältnis zum Museum haben. Man denkt an Lothar Güterbuch, ein faszinierender Expressionistensammler, ein Mensch, der berühmt geworden ist über das Boot. Und er hat sich aber dann doch mit allen Ständen verkracht. Er hat also damals im Lehmbruck-Museum ja auch seine Sammlung gezeigt, expressionistische Malerei vom Allerfeinsten. Und im letzten Moment sagte er dann, jetzt soll das Museum aber Sammlung Buchheim heißen und nicht mehr Lehmbruck-Museum. Und da haben die Duisburger zu Recht, wie ich finde, gesagt, das geht nicht. Lehmbruck ist der Erfinder der modernen Skulptur. Er ist ein ganz wichtiger Künstler für Deutschland, für die Region, für ganz Europa. Und er ist eben Duisburger. Und er hat wirklich die moderne Skulptur entworfen, erfunden, wenn Sie so wollen, wesentlich mitgestaltet. Und dieser großartige Name konnte nicht zurückstehen. Und deswegen gab es dann wieder Krach mit dem guten Lothar Günther Buchheim. Und das Ende vom Lied war, dass er sich sein eigenes Museum gebaut hat, was ja auch nicht schlecht ist. Da redet ihm keiner rein. Und er konnte dann alles selber organisieren. Hier war das mehr eine Absprache. Hier gab es ein Team aus Leuten, die aus der MST kamen. Der Professor Hofstadt war hier, ein guter Architekt. Dann waren Ausstatter hier, die die Sachen sehr schön inszeniert haben. Das ist unheimlich schwer. So ein Turm ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, weil es eine wahnsinnig autoritäre Form ist. Sie können ein Standardmuseum wunderbar ausstatten. Da haben Sie eine Kiste, da stellen Sie ein paar Vitrinen rein, das sieht nett aus. Versuchen Sie das mal hier, das geht nicht. Der Turm muss eigentlich ausgestattet werden wie ein Schiff. Man muss mit den Deckendurchbrüchen arbeiten, überall sind Fenster. Und Kessler und Co. hier aus Mülheim, die haben das ganz toll gemacht und die Sachen sind sehr schön inszeniert. Von Anfang an war natürlich auch die Pädagogik im Boot, man muss die Dinge vermitteln. Und das war auch der Ansatz von dem Karl-Heinz Steckelings aus Wuppertal, der gesagt hat, man muss die Dinge der nächsten Generation weitergeben. Man muss die Sachen nicht zu Hause horten, man muss sie öffentlich werden lassen. Und man muss gucken, dass man eben diese Sachen vermittelt, erklärt. Und so ist auch der Bereich der Pädagogik schon sehr früh oder immer schon im Boot gewesen. Wir haben Nachspielstationen, das heißt, man kann selber aktiv werden und eine Wundertrommel animieren oder eine Drehscheibe, eine Taumatrop animieren und man kann es dann basteln. Und das ist der Clou. Hier kommen Schulklassen hin, die dann wirklich sowas dann sich erstmal im Original anschauen, die kriegen es erklärt und bauen dann selber so eine kleine Zwirbelscheibe. Da haben wir so Rohlinge, da wird auf der einen Seite ein Käfig gemalt oder gezeichnet, auf der anderen Seite ein Vogel und wenn man das zwischen Daumen und Zeigefinger zwirbelt, dann ist auf einmal der Vogel im Käfig und das ist toll. Und das nehmen die Kinder mit nach Hause und die haben für viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, begriffen, was ein Taumatrop ist. Und das ist auch das Problem, dass bei den meisten Museen, die rutschen so durch und es bleibt wenig hängen. Gerade bei Kindern, die anders schauen als wir Erwachsene. Wir sind es gewohnt, uns länger mit etwas auseinanderzusetzen. Wir gucken hin, wir kommen wieder, wir stellen Fragen. Aber da muss man erstmal die Jugendlichen hinbringen, dass sie sich auch länger damit beschäftigen. Es ist ja so, dass in der Architektur das auch schon eine Rolle spielt, etwa in Stuttgart, in der modernen Staatsgalerie, die ja ist ein gutes Museum, klar, aber der Architekt hatte auch die Vorgabe, so breite Räume und Fluchten zu schaffen, dass zur selben Zeit drei Busse dadurch Menschen durchschieben können. Ob die viel gesehen haben in dem Museum, ist die Frage. Bei uns ist es so, hier verweilt man, hier gibt es Nischen, hier kann man viele Dinge entdecken und es ist auch eine Form der Entschleunigung, dass man also hier wirklich langsam durchgeht. Es geht nicht darum, möglichst viel zu sehen, sondern das, was man sieht, intensiv zu sehen. Und das ist auch etwas, was man übrigens lernen konnte bei Werner Sprimille. Der hat sich unglaublich mit Details beschäftigt. Der hat kleine Zeichnungen gemacht. Der hat zum Beispiel hier auch eine Zeichnung gemacht, die zeigt so typisch diese kuriosen Figuren. Hier ist auch noch ein Text. Auch der Text ist ein Teil meiner Geschichte. Kurz nach dem Abitur hatte ich eine Entrümpelungsfirma gegründet mit einem Freund. Wir wussten nicht so recht, was wir machen sollten, haben wir gedacht,
gründen wir erstmal eine Entrümpelungsfirma. Und Spreewille machte dann diese Zeichnung für uns. Und wir haben dann dies kopiert, beim Klaus Urbans natürlich, der damals ein Museum hatte für Kopiermuseum, das leider so in der Form nicht mehr existiert. Klaus war ein unglaublich engagierter, netter Typ, heute bis heute, hatte auch eine sehr gute Galerie, das Holoskop, früher das Panoptikum. Das war eine sehr, sehr lebendige Zeit und die Leute waren kreativ und da konnte man kommen und Fragen stellen. Und ich war damals derjenige, der mit 16, 17 Jahren dann da saß und mit den Leuten, mit den Künstlern diskutiert hat. Und Spreewille machte dann, wie gesagt, diese Zeichnung für uns. Wir haben das dann kopiert und dann in die verteilt zu den Haushalten. Aber irgendwann muss man sich mal entscheiden. Dann kam der Zivildienst und so weiter. Und da musste ich halt mich entscheiden und bin dann zur Kunstgeschichte gekommen.